Ja, ich finde das total interessant. Bräuche, Rituale hier, die nicht erst seit gestern hier sind. Ich glaube, das gehört genauso zu Japan wie diese grellen Werbebanden, wie alles, was bunt ist und modern ist. Ja, das gehört eben auch dazu. Ich hatte keine Vorstellung, wie es hier sein wird. War noch nie hier. Habe nur von vielen Leuten gehört, dass es wahnsinnig schön sein soll und dass die Kultur einfach wahnsinnig interessant sein soll. Und genauso ist es gekommen. Die Landschaft ist überragend. Nah am Meer, diese ganzen waldbewachsenen Hügel, die man sehen kann. Dazu halt die ganzen Menschen hier. Wahnsinnig interessant auf jeden Fall. Also es ist ganz anders als bei uns. Es ist immer eine gewisse Distanz da. Eine fast schon übertriebene Höflichkeit, gerade uns gegenüber, den Fremden, dass dann immer, wenn wir beispielsweise mit dem Bus fahren, die Leute draußen stehen und immer am Winken sind. Also es ist schon ja, gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch ja, irgendwie cool. Also wir wussten ja schon im Vorfeld, dass vieles richtig gut durchorganisiert und geplant wurde. Aber mit welcher Herzlichkeit, mit welcher Menschlichkeit wir hier empfangen wurden, uns Tag für Tag sehr viel ja, Respekt und Liebe entgegengebracht wird. Das ist schon außergewöhnlich. Und dazu das Rahmenprogramm mit Kultur, mit Training, mit Sitzungen rundet das ab und macht uns sehr viel Spaß.